der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen 30. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder zu einem interessanten Thema, wie ich immer wieder sage am Anfang. Heute zum Thema Sexualpädagogik und Sinn. Mein heutiger Studiogast hier im Studio, Ulrike Reutzheim, Erziehungswissenschaftlerin, Sexualpädagogin. Also Näheres werden Sie dann danach beim existenziellen Steckbrief wieder hören. Für alle jene, die heute eine andere Sendung erwartet haben, eigentlich war angekündigt, dass es heute um einen Rückblick auf den Kongress, der das erste Oktoberwochenende in Hall stattgefunden hat, dass dieser Rückblick heute geschieht. Rückblick auf diesen Kongress von der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse zum übergeordneten Thema Mir reicht's. Ja, ich muss Sie enttäuschen, heute nicht, aber wenn man denkt, erstens einmal war heute diese Möglichkeit, den Studiogast da live in die Sendung zu bringen. Ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz gut, weil die letzten Sendungen waren alles aufgezeichnete Sendungen und ich glaube, es hat dann so eine Live-Sendung schon auch eine sehr große Qualität. Also heute wirklich live mit allen Versprechern, die geschehen werden. Und zum anderen denke ich mir, dass dieses Mir reicht's auch nochmal ganz gut auf einen anderen Termin hinpassen würde, weil ich gesehen habe, die erste Sendung im neuen Jahr 2015, der erste Donnerstag ist der 1.1.2015. Und ich glaube, da passt es ganz gut, wenn wir uns dann mit dem Thema Mir reicht's beschäftigen und mit dem Rückblick auf diesen Kongress. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie heute in der Sendung vorkommen wollen, dann können Sie anrufen. Die Telefonnummer hierzu 0512 56 02 91 11. Für alle jene, die sich jetzt noch einen Block oder was anderes zum Schreiben holen wollen, noch einmal in aller Ruhe. 0512 56 02 91 11 und Sie kommen live in die Sendung und können einfach Ihre Fragen stellen oder mitreden, mitdiskutieren. Also trauen Sie sich, rufen Sie an. Ja, Ulrike, der existenzielle Steckbrief. Vielleicht sagst du uns nochmal deinen Namen. Könnte sein, dass ich ihn falsch ausgesprochen habe. Nein, das passt schon. Ulrike Reutzheim, die meisten Leute sagen Uli. Uli, okay. Mhm. Das heißt, wir dürfen da auch Uli zu dir sagen. Genau. Okay, fein. Uli, wann bist du geboren? Oder was fällt da dazu ein? Geboren 1978 in Innsbruck. Mhm. Und aufgewachsen? Aufgewachsen, teils in Innsbruck, aber auch teils woanders. Bin die älteste von 4 Kindern und wir sind ziemlich oft umgezogen. Also mein Vater ist Leiter der Hämatologie und Onkologie rechts der Isar in München und der Weg dorthin hat uns in verschiedene Städte geführt. Habe die zweite, dritte Klasse Volksschule in Amerika verbracht, in der Nähe von Washington D.C. Und bin dann wieder zurück nach Innsbruck und bin dann mit 12 nach Mainz gezogen. Ja, das zu den Orten. Mhm. Ja, spannend, spannend. Das heißt, durch dich kommt da ein bisschen so ein internationaler Flair auch mit herein. Schön, ja, schön, schön. Ah, du, in dieser Mordsvielfalt, da wie du aufgewachsen bist, was verbindest du mit deiner Kindheit? Ich glaube, ganz stark ist einfach, dass ich die Älteste eben von 4 Kindern bin, also die 3 jüngeren Geschwister, da war einfach immer recht viel los. Ja, ich meine, diese Umzüge waren natürlich recht prägend. Das waren viele neue Freundschaften und viele Abschiede. Und ja, einfach auch viele schöne Erlebnisse, viele lustige Spiele, viel gelesen, viele tolle Urlaube gemacht. Ja.
Und ich kann mir ja vorstellen, gibt es da Unterschiede? Ich kann mir das mal vorstellen, oder? Wenn man denkt, da dermaßen viel umgezogen, Amerika, Washington, Mainz, Innsbruck, das heißt dann, das alles so in deiner Kindheit drinnen, ja? Ja. Ja. Ja, Mainz ist dann schon Anfang von der Pubertät gewesen. Okay. Ja, sicher. Also ich meine, es waren, ich glaube, als Kind nimmt man das ja nicht so wahr, aber ich habe sicher viel gelernt und viel Neues kennengelernt und gut Englisch gelernt. Okay, ja, Zum zwangsläufig, Beispiel. denke ich mal, oder? Ja, Gerade in der ja. Volksschule da in Ja. Washington. Aha. Okay. Du, und was war denn dann? So quasi nach der Kindheit, oder? Wie ist denn dann weitergegangen, bis du heute jetzt da bist? Also ich habe in Mainz maturiert. In dem Sommer ist dann der Rest meiner Familie nach München gezogen, weil der Papa eben dann die Stelle rechts der Isar angetreten hat. Und ich bin ein Jahr in Mainz geblieben, habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in einem Kinderheim und bin dann nach Köln gegangen, um zu studieren. Habe während dem Studium noch ein Auslandsjahr in Malaga gemacht, in Spanien. Deswegen auch ein bisschen die spanische Musik heute. Nicht nur, aber auch. Ja, und also eben habe Pädagogik studiert. Und ich habe dann eben so nachgedacht, wie bin ich zur Sexualpädagogik gekommen? Und so eine prägende Sache, also eine Sache waren sicher einfach so die Beziehungen, die ich selber gehabt habe, so die Auseinandersetzung mit einer recht traditionellen Erziehung, katholischer Hintergrund, der Papst darf, sagt kein Sex vor der Ehe und so weiter. Und dann eben gerade in Malaga irgendwie viele Leute, die sich das ja ausgelebt haben, dass sie da endlich einmal ein Jahr fern von ihren Dörfern und ihren Unis sind und da einfach sehr viel ausprobiert haben, denke ich. Und ich habe mir das alles angeschaut und habe mich natürlich auch irgendwie meine Meinungen dazu gebildet. Und bin dort auch zum ersten Mal so mit Sexualpädagogik im Sinne, dass da Jugendprojekte gemacht worden sind. An der Uni war ich Sozialpädagogik-Vorlesungen und da, die haben Projekte gemacht, zum Beispiel in der AIDS-Prävention, weil eben HIV ein großes Problem ist da in Südspanien und da eben auch dieser große Unterschied ist zwischen diesen sehr traditionellen Werten und dem, was die Jugendlichen dann leben und ja, dass sie dann halt nicht gut verhüten oder sich schlecht vor Krankheiten schützen oder so. Und dann bin ich wieder nach Innsbruck gegangen zum Arbeiten, weil ich einfach gemerkt habe, Tirol ist meine Heimat und ich gehöre irgendwie daher und ich habe die Berge vermisst und so. Und habe in... Okay, jetzt gerade einen Moment, Ja. Jetzt kriegen wir gerade einen Anrufer rein. Werden wir mal schauen. Wissen Sie was? Wir spielen kurz eine Musik ein und ich werde derweil diesen Anrufer entgegennehmen Okay. Und dann Ihnen ja, einspielen. Ja, passt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt auf Sendung Grimhild Nachbauer, Sexualpädagogin aus Vorarlberg. Ja, Grimhild, schön, dass du uns anrufst. Ja, einen schönen guten Abend. Freut mich, dass ich bei euch da mitsprechen darf oder kann. Es ist mir nämlich ein Anliegen, da die Sexualpädagogik ja bei uns in Vorarlberg ja auch recht gut vertreten ist. Ja, ich finde es ganz eine wichtige Art und Weise, Sexualpädagogik auch bekannt zu machen, weil ich denke, oft hat man ja ganz unterschiedliche Zugänge zur Sexualpädagogik und viele verstehen auch oft ganz was Falsches darunter. Jetzt, bevor du jetzt da angerufen hast, waren wir jetzt gerade so, weil du, glaube ich, hast ja ganz spontan angerufen und hast gar nicht einmal vom Vorarlberg da die Sendung verfolgen können, gell? Nein, genau, ja. Ja. Dass du ein bisschen weißt, wo wir waren jetzt gerade so ein bisschen so die Hinführung, die Uli hat gerade erzählt, wie sie zu dem Bereich Sexualpädagogik gekommen ist. Möchtest du uns kurz sagen, wie bist denn du zur Sexualpädagogik gekommen? Gern. Also das war eigentlich so der Zugang, weil ich mein Start war eigentlich so, ich habe eine Multiplikatorenausbildung in natürliche Familienplanung gemacht. Und in diesem Zuge hat sich auch immer wieder so die Frage gestellt, ja, wie kann man denn das jungen Menschen beibringen oder auch erklären? Und so habe ich dann mit Jugendlichen begonnen zu arbeiten.
Zyklus erklären und solche Dinge. Und das hat mich dann in die Sexualpädagogik geführt. Also das war mein Einstieg eigentlich. Okay. Mhm. Ja. Uli, hast du eine Frage an die Grimhild? Oder wäre dir was wichtig? Ansonsten an dich, Grimhild. Wäre dir was wichtig, wo du sagst, hey, da sollten wir vielleicht in der Sendung noch ein bisschen dranbleiben. Das sollte man nicht aus dem Auge lassen. Gibt es da was, wo du sagst, hey, super, ich rufe deswegen an, weil mir das und das wichtig wäre? Ja, also ich denke schon, dass mir auffällt, dass der Unterschied von Erwachsenensexualität und kindliche Sexualität, weil ich beobachte in der Sexualpädagogik schon so Tendenzen, vor allem von besorgten Eltern, die unheimlich Angst haben, ja, sind wir da nicht zu früh dran mit Aufklärung? Ist das gut so, wenn man schon in der Volksschule über Sexualität spricht? Oder die anderen sagen, nein, auf keinen Fall, ist doch viel zu früh. Die anderen sagen, ja doch, man sollte, aufgeklärte Kinder sind auch geschützte Kinder. Ich denke, wäre so eine fachliche Auseinandersetzung oder Diskussion in die Richtung schon ganz was Wichtiges, so Bewusstseinsbildung zu machen. Was bedeutet es denn, welche Sexualität wird da überhaupt angesprochen, weil erwachsene Sexualität und kindliche Sexualität ja sehr unterschiedlich ist. Und Kinder ja in der heutigen Zeit oft durch die medialen Einflüsse sehr viele auch Bilder konsumieren, die weltweit von ihrer persönlichen Erfahrung weg sind. Also das klafft ja sehr auseinander. Die Bilder, die sie konsumieren, mitunter schon mit 9, 10 oder 11 Jahren und ihre reale Erfahrung, die sie dann in der Sexualität selber machen. Ich denke, das wäre vielleicht schon etwas, was ein großes Anliegen ist. Ja, ja. In dieser Arbeit. Ich weiß nicht, wie die Ulrike das sieht. Oder du, Markus. Ja, ich stimme dir da ganz zu, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Und es ist mir auch ein großes Anliegen, da die Bedenken von Eltern ein bisschen zu mildern oder möglichst zu zerstreuen. Dass wir nicht, wenn wir Sexualpädagogik machen, nur weil das Wort Sexualität drin steckt, irgendwelche wilden Sachen erzählen, sondern ihnen einfach auf eine liebevolle und sensible und altersangemessene Art und Weise näher bringen, wie Kinder entstehen, wie Babys entstehen, damit sie das einfach auch schon einmal gehört haben, bevor sie auf dem Schulhof oder sonst irgendwo mit Bildern konfrontiert werden oder einfach auch mit diesen Wörtern konfrontiert werden, die sie dann nicht zuordnen können, sondern dass sie einfach einerseits hoffentlich bei ihren Eltern ein liebevolles Miteinander sehen können, aber auch einfach einmal erklärt gekriegt haben, wie die Babys entstehen und zwar wirklich auf eine sensible und liebevolle Art und Weise mit diesen ganzen Gefühlen dabei, die dazugehören, dass sie das irgendwie auch mitkriegen. Genau. Grimhild, wo wäre da die Grenze für dich, wenn du jetzt sagst, so quasi erwachsene Sexualität, kindliche Sexualität, weil ich erlebe es immer wieder, dass da natürlich Eltern auch überfordert sind, gell? Was ist dann in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, weil wie du ja sagst, der ständige Zugang ist ja da, ich denke mal, durchs Internet, gut kann man das nicht absichern, irgendwo kommt man immer auf Seiten, was nicht jugendgerecht sind, nicht kindgerecht sind. Kann man ja nicht so sperren, aber was für ein Rat oder wie beratest du da? Ja, also ich denke, dass Kinder ja mit den Eltern groß werden und Sexualität unter Anführungszeichen ja eigentlich im Säuglingalter schon beginnt oder immer schon da ist. Aber natürlich auf eine Art, ein Kind erfährt Sexualität mehr über eine sinnliche Körperwahrnehmung, also im Arm gehalten zu werden, Wärme zu erfahren, Zärtlichkeit zu erfahren, auf dem Wickeltisch Zuwendung zu erfahren. Das ist ja, gehört alles zur sexuellen Entwicklung eines Kindes notwendig und wichtig dazu. Also da denke ich mir, das verstehe ich unter kindlicher Sexualität, wo vielleicht Eltern gar nicht zum Thema Sexualität hineinnehmen.
Aber ich denke, je größer das Kinder werden, es kommen ja automatisch auch die Fragen von den Kindern. Und da denke ich mir, ist wirklich wichtig, Fragen ehrlich und klar zu beantworten. Und da braucht es natürlich eine geeignete Sprache, die nötige Offenheit. Da denke ich mir, ist das auch oft hilfreich, vor allem dann, wenn Mütter oder Eltern überfordert sind in der Sprache. Da würde ich wirklich empfehlen, auch auf passende Bücher zurückzugreifen. Es gibt gute Aufklärungsbücher für Kinder. Also so, ich würde sagen, ganz natürlich in der Begleitung des Kindes. Es kommt diese Frage, dieses Fragealter, wo Kinder fragen, oder wenn sie eine Mutter sehen, eine Frau sehen, die hochschwanger ist, Mama, was hat die Frau da im Bauch? Oder solche Fragen tauchen ja auf, und dann ganz natürlich und normal solche Dinge zu beantworten. Ohne zu sagen, ja, da bist du noch zu klein dazu oder so. Je früher das ein Kind auf ganz natürliche Art Fragen beantwortet bekommt, je natürlicher hat das Kind den Zugang zu diesem Thema. Mhm. Also das wäre so mein Zugang. Man kann nicht irgendwie so das Alter bestimmen. Natürlich kann ich sagen, okay, für einen 10-, 11-Jährigen sind zum Beispiel pornografische Bilder ganz klar eine Überforderung, eine Überfrachtung. Obwohl wir auch Beispiele haben, wo wir Kinder, vor allem Burschen haben, die sehr wohl mit solchen Bildern konfrontiert sind. Mhm. Ich denke, das ist so ein fließender Übergang. Also mir wäre wirklich wichtig, dass die Kinder vor allem ihre Fragen beantwortet bekommen. Dann, wenn sie dran sind, also nicht so, jetzt komm her, ich kläre dich auf, sondern so im Erwachsenenwerden, im alltäglichen Leben soll Sexualität und Aufklärung oder das Wissen über Sexualität ganz natürlich einfließen, wie ich einem Kind auch andere Dinge erkläre. Wo alltägliche Dinge, so erkläre ich ganz alltäglich auch die Sexualität. Uli, siehst du das auch so? Ja, ich sehe das auch so. Ich verstehe die Eltern schon, dass das nicht das Gleiche ist, wie zu erklären, wie ein Regenbogen entsteht. Gell? Also wie ich meinen Kindern das erklärt habe, hat mir auch das Herz geklopft. Auch wenn ich es Kindern und Jugendlichen schon 100-mal erklärt habe. Trotzdem ist das was anderes, wenn man mit den eigenen Kindern drüber redet. Und dann denkt man sich nachher, boah, das hätte ich jetzt vielleicht anders ausdrücken können, das wäre so besser gewesen. Wie es mir halt auch am Anfang gegangen ist, wie ich angefangen habe, Seminare für Kinder und Jugendliche und Eltern zu machen. Ja, genau. Aber trotzdem denke ich, dass man halt dann nicht sagen sollte, frag am Abend den Papa, weil nachher fragt das Kind nicht mehr. Mhm. Ja, genau. Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Ulrike. Also bei meinen Kindern ist zwar schon eine Weile her, aber da ist es mir als Mutter ähnlich gegangen im ersten Moment, wenn so ein Kind fragt, ja Mama, wie kommt denn das Baby jetzt da in den Bauch hinein? Da stutzt man zuerst und da überlegt man ja, welche Worte verwende ich jetzt. Und da ist es, ich glaube, was mir da wirklich wichtig war und auch ist, meine Worte sind dann auch, wenn ich mich darum bemühe, die richtigen für mein Kind. Also ich muss mir nicht irgendwelchen Kopf machen, hätte ich es jetzt besser erklären können oder nicht. Unsere Kinder nehmen unsere Sprache und unsere Erklärung so, wie sie ist, und sie ist dann auch okay, wenn unser Bemühen dahinter steht und das authentisch kommt. Also sie merken ja auch, dass das nicht so einfach ist für mich. Mhm. Und das ist vielleicht auch gut so, weil das ja auch wie ein schützenswerter Rahmen sein soll. Das macht ja auch Sexualität zu dem, was es eigentlich ist, schon etwas Besonderes und nicht so was Alltägliches, obwohl es natürlich sein sollte, oder? Und zum Menschen dazu. Aber irgendwie ist es doch noch so etwas Besonderes, etwas Schützenswertes. Und das spüren unsere Kinder, wenn wir das klären, weil sie unsere Barriere ja auch ein bisschen spüren. Ja. Und trotzdem denke ich mir, ist es wichtig, die Fragen wirklich zu beantworten. Ich kann auch sagen, ich überlege mir eine passende Antwort, weil da ist es mir wichtig, dir gut zu antworten. Und warte einen Augenblick, weil oft fragen sie ja in den unmöglichsten Situationen, wenn ich gerade am Autofahren bin und mich auf den Verkehr konzentrieren muss oder am Kochen oder was auch immer. Ja, ich finde es so schön, dass du da so den Druck auch wegnimmst. Gell? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einige Hörer, Hörerinnen so oft mit denen konfrontiert sind,
wupp, und jetzt ist die Frage da und ich weiß nicht, wie antworten. Ich müsste aber als Mutter, als Vater sofort antworten. Und du bringst, oder ihr zwei bringt eigentlich sowas herein, sowas bisschen Leichtes. Man darf auch anstehen, man darf sich irgendwo, ich darf in einem Buch nachlesen, ich kann was sagen, ich muss mir nicht hundertprozentig jetzt überlegen, passt das in jeden Wortlaut, was ich sage. Und ich finde einfach wirklich, die Kinderbücher sind da ganz eine feine Hilfe und da kann man auch Kinderbücher finden, die einfach zu einem selber passen, ob man es mehr sachlich möchte oder sehr humorvoll. Da kann man einfach was ins Bücherregal stellen und darauf warten, dass es die Kinder entdecken oder später selber lesen, sobald sie es lesen können. Habt ihr dann jetzt vielleicht nicht ganz exakt Werbung, weil die sollte man hier nicht machen, aber wie komme ich zu so speziellen Kinderbüchern? Kriege ich die überall? Kriege ich die in jeder Buchhandlung oder wie komme ich da hin? Also ich meine, ich wüsste jetzt schon spontan so ein paar, wo ich gleich sagen könnte, das, aber ich finde das... passt eh, vielleicht sagst du ein paar einfach, dass wir wirklich ein paar so haben, dass du einfach der Hörer also Hörer einfach... Für wirklich kleine Kinder, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich ein sehr nettes Buch, ist Mama, Papa und ich. Ich weiß nicht, Ulrike, du kennst das sicher auch. Oder Peter, Ida und Minimum. Das sind so wirklich die Bücher, mit denen man gut mit kleinen Kindern so in die Aufklärung starten kann, finde ich jetzt. Ja, oder aus diesen Klappbüchern, diese Wieso, Weshalb, Warum-Reihe. Da gibt es auch genau. Ein Buch. Ganz, wo die Kinder sich auch selber aussuchen können, ob sie einfach die Seiten anschauen wollen, wo es um die Befruchtung geht oder die Beziehung von Mama und Papa oder die, wo das Baby auf der Welt ist. Das können sie sich dann wirklich aussuchen. Okay. Oder Mami hat ein Ei gelegt, ist halt eben so ganz ein lustiges Buch. Genau, ist auch ganz ein nettes, Aber Ja, ich denke, was natürlich gut ist, also in jeder Buchhandlung, da würde ich jeder Mutter empfehlen, wirklich das Buch einmal selber durchzulesen und anzuschauen und zu spüren, kann ich mit diesem Buch mit meinem Kind zusammensitzen und das erklären. Mhm. Also das würde ich empfehlen, oder? Dass man wirklich sich das Buch selber zu Gemüte führt als Mutter, wenn ich, oder als Vater, wenn ich, oder als Elternteil, wenn wir das Buch kaufen, dann schauen wir es uns an und überlegen, könnte ich mit diesem Buch, wenn das mein Kind kommt, das erklären? Liegt es mir persönlich, oder? Mhm. Also da würde ich das eher bevorzugen, als irgendeinen Rat so anzuschauen, weil es ja wirklich in Unmengen an solchen Büchlein gibt auch. Mhm. Okay. Und ich denke mir, es ist ja auch möglich, oder? So wie euch zwei bis jetzt erlebt habe und kenne, der eine oder die andere Zuhörerin könnte sich ja genauso an euch auch wenden, oder? Ja, natürlich. Ja. Und dann nochmal nachfragen. Kriemhild, was verbindet euch zwei noch einmal? Das ist, glaube ich, auch ein Verein, was euch zwei verbindet, gell? Ja, die Ulrike und ich kennen uns eigentlich über den MFM-Verein oder die Plattform Sexuelle Bildung von Österreich. Das ist ja zusammen ein Verein, der sich für die sexuelle Bildung in Österreich stark macht, aber nicht nur Österreich, sondern auch grenzüberschreitend. Ist ja Zusammenschluss aller Sexualpädagogen in Österreich. Okay. Ja. Also vieler. Vieler, ja genau, nicht aller, aber sehr vieler, ja genau. Okay, ich glaube, das ist nämlich auch ganz interessant. Einige Hörerinnen und Hörer könnten sich für das interessieren, das einfach auch wissen. Da gibt es einfach auch entsprechende, ich habe es auch gute Internetseiten, wo man auch hingehen kann, einmal schauen kann, sich informieren kann. Ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja, genau. Ganz also ein tolles Fachmagazin. Ja, genau. Okay. Ja gut. Kriemhild, vielen Dank. Bitte gerne. Einen schönen Abend und liebe Grüße an euch und alle Hörer. Dankeschön. Dir auch einen schönen Abend. Danke. Ciao. Ciao. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eh schon sehr, sehr viel geredet. Vielleicht passt jetzt die Musik gut herein, gell? Ja. Was könnte man denn da spielen? Nehmen wir mal Kurame von Panthéon Rococo, Nummer 7. Okay, und wir müssen jetzt gerade noch nachholen, das erste Lied, was wir gespielt haben, falls das den einen der anderen ganz gut gefallen hat, was war denn das nochmal? Von Basilos, Tobacco y Chanel.
Und das Zweite, was ich jetzt da bei der, bevor ich jetzt die Grimhild angenommen habe, beim Telefon gespielt habe? Das war Vino Tinto von Estopa. Okay. Ja, gut. Nummer 7 war das, gell? Ja, meine Damen und Herren, herzlich zurück nach der letzten Musik zur heutigen 30. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute zum Thema Sexualpädagogik und Sinn. Bei mir hier im Studio Uli Reutzheim, Erziehungswissenschaftlerin, Sexualpädagogin, weit gereist. In der Volksschule haben wir gehört, Amerika, dann Mainz, dann zum Schluss sind wir jetzt vor dem letzten Telefonat in Malaga gewesen. Und wo die Uli gesagt hat, so gerade in Malaga ist sie so das erste Mal, oder was heißt das erste Mal, aber ganz, ganz speziell auch nochmal so mit dem Thema in Verbindung kommen. Ja? Und vielleicht setzen wir da nochmal kurz ein, dass wir das so ein bisschen rund machen können. Uli, wir waren bei Malaga, ja? Ja, ich habe danach mein Studium in Köln beendet, habe meinen Mann kennengelernt, bin mit ihm zusammen nach Innsbruck zurückgezogen und habe unter anderem in der Pfarre St. Paulus gearbeitet, in der Kinder- und Jugendarbeit in der Pfarrlichen und bin da irgendwie in einer Mädchengruppe wieder mit dem Thema konfrontiert worden, so weil es da Mädels gegeben hat, die einfach wahnsinnig interessiert waren an Männern oder Jungs, die waren erst 12, 13 und so allem Möglichen, was dazugehört. Und andere waren, die das Thema abgeblockt haben und immer gedacht habe, so, oh, was tue ich denn jetzt damit? Die einen bräuchten es irgendwie, die anderen wollen nicht, wie kann ich das machen? Und habe dann eben diese se große sexualpädagogische Ausbildung vorgeschlagen kriegt. Und so bin ich dann eigentlich zur Sexualpädagogik gekommen und auch zur Plattform Sexuelle Bildung. Okay. Und in diesem Bereich bist du jetzt tätig? Genau, also das hat dann nur ein paar Jahre gedauert. Die Ausbildung habe ich 2006 abgeschlossen, habe dann 2008 meine Tochter gekriegt, 2010 meinen Sohn. Zwischendrin noch die Ausbildung als MFM-Referentin für die Zyklusshow gemacht. Das war das, was die Krimhild ein bisschen angesprochen hat, wo es eben darum geht, den Mädchen den Zyklus zu vermitteln auf ganz spielerische, wertschätzende und anschauliche Art und Weise. Und eben, wie dann, ja, der Florian dann so ein Jahr alt war ungefähr, habe ich dann wirklich angefangen als Sexualpädagogin Seminare zu geben oder zu machen, eben einerseits, also hauptsächlich erst einmal als Referentin für die Zyklusshow, für erste Klasse Gymnasium, Mittelschule und bin mittlerweile eben auch bei Love.ly in Vorarlberg gelandet. Also bin jetzt auch in Vorarlberg und Liechtenstein unterwegs, teils in Tirol, mache Elternbildung über Fit for Family. Ja, Okay, also alles ganz, ganz Mögliche. vielfältig. Ja. Ja. Du, so die letzte Frage beim existenziellen Steckbrief ist da immer, was machst du gern? Was fällt dir denn da dazu ein? Was ich gern mache, ist vor allem Zeit mit meiner Familie verbringen. Also mit den Kindern draußen unterwegs sein. Die sind jetzt 4,5 und 6 Jahre alt. Wandern, Skifahren, Rodeln, Schwimmen gehen. Was man halt so macht, wenn man sich draußen gern bewegt. Einfach spielen, auf dem Hügel Rutschplattl fahren. Also einfach Sachen, die nicht an Leistung gebunden sind, sondern wo man einfach irgendwelche Sachen zusammen macht. Auch mit meinem Mann natürlich Zeit verbringen. Und was ich auch gern tue, ist Zumba tanzen. Ich habe lang Querflöte gespielt, aber dafür habe ich leider nicht so viel Zeit. Und ich tue sehr, sehr gern arbeiten. Okay, ja, wir hören ganz, ganz vielfältig, gell? Also ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, was da reinkommen. Aha. Du, jetzt haben wir dazwischendrin immer wieder von Sexualpädagogik geredet. Was verstehst du überhaupt unter Sexualität? Was würdest du als Sexualität überhaupt bezeichnen? Also, das ist jetzt in dem Telefonat auch schon ein bisschen angeklungen, dass wenn man an Sexualität denkt, dann denken die meisten Leute erst einmal so an das, was Erwachsene oder Jugendliche sozusagen zusammen im Bett machen, wo halt dann irgendwie Kinder entstehen können oder so. Aber eigentlich ist Sexualität eben viel mehr, so wie die Krimmel gesagt hat, das fängt mit der ersten Sekunde des Lebens an und ist da bis zur letzten Sekunde des Lebens. Wir begreifen das so als Lebensenergie. Und eben, wenn man diesen Begriff ganz weit aufmacht und sagt, eben, es
kleine Kinder und alte Menschen und jeder Mensch hat gerne zärtliche Berührungen, fühlt sich gerne geborgen, fühlt sich gerne geliebt. Das ist das, was diese Lebensenergie von Sexualität auch ausmacht für mich. Okay. Und es gibt eben der Uwe Sieler, das ist ein Sexualwissenschaftler aus Deutschland, der hat so vier Bereiche von Sexualität definiert, um einfach diese Bandbreite von Sexualität auch darstellen zu können oder zu zeigen, wo das überall reinspielt. Gell? Der hat gesagt, erstens gibt es die Identität, dass ich als Mensch mit meinem Frausein, Mannsein, vielleicht auch irgendwie dazwischen sein, mich im falschen Körper fühlend, trans sein oder wie auch immer mit meiner sexuellen Orientierung, aber auch einfach mit dem, wie ich bin, wer ich bin, was ich gern mache, so einfach auch diese ganzen existenziellen Fragen, oder das spielt alles da rein in dieses Ich. Und Sexualität hat aber meistens nicht mit einem Ich allein zu tun, zumindest bei Erwachsenen oder Jugendlichen, sondern das hat dann meistens auch mit einem Du zu tun, mit einer Beziehung. Und dieser Beziehungsaspekt in der Kindheit ist es wirklich dieses sich geborgen fühlen, im Arm gehalten werden, gestillt werden, wenn es geht oder so. Und für Erwachsene und Jugendliche, da geht es dann schon mehr um eine Liebesbeziehung. Da geht es auch darum, wie definiere ich meine Liebesbeziehung, was ist mir da drin wichtig, welche Werte haben wir in dieser Beziehung. Dann gibt es als drittes die Lust, so die körperliche Seite von Sexualität. Und als viertes die Fruchtbarkeit. Und die Fruchtbarkeit kann ich einerseits sehen, einfach als, also weibliche Fruchtbarkeit, da gehört natürlich in der Pubertät schon einmal die ganzen Veränderungen dazu, auch bei den Jungs, der Zyklus, eben wie die Kinder entstehen. Das Thema Verhütung hat natürlich auch ganz viel mit der Fruchtbarkeit zu tun. Aber auch wenn ich es im übertragenen Sinne sehe, so dieses Schöpferische, wenn jetzt Künstlerinnen oder Künstler machen ja ganz andere Musik zum Beispiel, je nachdem, ob sie gerade verliebt sind oder verlassen worden sind oder verlassen oder enttäuscht sind oder wie auch immer. Okay. Also da merkt man, wie breit dann Sexualität dann einfach auch sein kann, ja. Und wie eng wir vielleicht dann manchmal als Erwachsene dann Sexualität einfach fassen, wenn wir Sexualität vielleicht gleichsetzen, dann rein mit diesem Geschlechtsverkehr oder dann vielleicht rein mit Pornografie oder wie auch immer wir das eingrenzen, ja. Und daher kommen ja ganz viele Sorgen von den Eltern dann, oder? Was diese, wenn sie hören, Sexualpädagogik, puh, die reden dann mit Kindern über Sex. Ich meine, das ist vielleicht das ist ein ganz winziger Teil von dem. Da geht's mit Kindern geht es ja viel mehr darum, um einmal die Körperteile zu benennen, um Gefühle wahrnehmen zu lernen, um Grenzen setzen zu lernen oder auch zu dieser Schutzfunktion dann zum Beispiel. Und Okay. natürlich auch ihre Fragen zu beantworten. Was hast du da für, weil du jetzt sagst, so bei Eltern, so diese Sexualpädagogik, vielleicht auch Angst Richtung Sexualpädagogik, was da alles daherkommen könnte. Hast du da Erfahrungen? Hast du da was, wo du sagst, da fällt mir natürlich anonymisiert, ganz klar, das und das ein? Eigentlich muss ich sagen, dass in den Veranstaltungen, die ich mache, gell, wenn ich jetzt Elternbildung mache zum Beispiel, dann kommen die Eltern, die sich fürs Thema interessieren. Okay, Und okay. die da eher ablehnend reagieren, die kommen gar nicht. Naja, eigentlich schaut. Ja, also, aber ich habe schon einmal wo auch Diskussionen einfach gehabt, so über dieses, boah, das ist viel zu früh und man kann doch nicht am Kindergartenkind erzählen, dass die Kinder aus der Scheide geboren werden. Und wo ich mir denke, also da, das finde ich schon wichtig, dass. Ja, dass man sich auch, wenn eine Mutter einen Kaiserschnitt gehabt hat, dass sie sich dann nicht nur darauf ausruht, dass bei ihr das Baby aus dem Bauch rausgeholt worden ist und dann das Kind vielleicht sagt so, oh, das ist ja wie bei der Wolf und die sieben Geißlein oder so. Okay. Sondern dass es einfach schon, dass, wenn das Kind selber als Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, nachher ist das natürlich richtig erklärt, klar. Aber dass es diese andere Möglichkeit auch gibt, wozu die Scheide überhaupt da ist, dass wie dieses Organ, also was da überhaupt ist zwischen den Beinen und wie das heißt, damit fängt es ja schon an. Ja, meine Damen und Herren, Sie, wenn es vielleicht ihr zuerst eingeschalten haben, dann wissen Sie es nicht. Das heute, was Sie hören, ist eine Live-Sendung. Das heißt, Sie könnten sich live beteiligen. Sowohl kritisch als auch, ja, Sie könnten was dazu sagen, Sie könnten was fragen. Also rufen Sie es an, wenn es Sie interessiert. Die Telefonnummer hier im Studio wäre 0512 56 02
91 11. Also noch einmal 0512 56 02 91 11 und Sie würden hier ins Studio kommen und könnten mitdiskutieren. Ja, vielleicht, du hast schon so viel an Musik mitgebracht. Vielleicht spielen wir noch einmal eine Musik. Ich habe We Are The Champions von Queen mitgebracht und möchte auch gerne erklären, warum. Ja, das ist spannend. Wieso? Weil beim MFM-Projekt, bei der Zyklus-Show und auch bei dem Agentenspiel für die Jungs, da ist eine ganz wesentliche Botschaft, dass jede und jeder von uns was ganz Besonderes ist, weil jede und jeder von uns hat schon zweimal gewonnen in dem Moment, wo wir entstanden sind. Im Augenblick der Befruchtung war ein Kind oder jeder Mensch die Gewinnerin oder der Gewinner von ungefähr einer halben Milliarde Spermien, die gestartet sind und die sozusagen die Königin oder eine Königin von 400.000 Eizellen, die im Mutterleib angelegt waren. Und deswegen ist einfach jeder von uns was ganz Besonderes und deswegen We Are The Champions. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören heute oder jetzt gerade der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung hier auf Freirad 105,9 im Stadtgebiet Innsbruck unter vielen verschiedenen anderen Kanälen. Wenn Sie Näheres zu dieser Sendung oder zu vergangenen oder zukünftigen Sendungen hören wollen, gehen Sie auf www.sinn-los.at. Da finden Sie auch Informationen zum heutigen Studiogast, Uli Reutzheim. Wer der heutige Studiogast? Eine Erziehungswissenschaftlerin, Sexualpädagogin. Und ganz interessantes Thema haben wir heute, Sexualpädagogik und Sinn. Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie eine E-Mail. Sie finden die E-Mail-Adresse auch da. Uli, jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten in der Sendungszeit. Du hast mir zeigst da ganz kurz, so wie wir gerade die Musik drinnen gehabt haben, noch was gesagt, hey, zu diesem Lied möchte ich gerne noch was sagen. Was wäre denn das gewesen? Genau, für mich ist Queen, Freddie Mercury, einfach auch noch so ein Botschafter der Vielfalt, oder? Der einfach das Thema Homosexualität bekannter gemacht hat durch sein Leben und Sterben und dadurch auch das Thema HIV/AIDS, da ist ganz viel Bewusstsein entstanden rund um ihn. Okay. Hast du mit diesen Themen auch viel zu tun? Du hast ja gesagt, zum einen, habe ich das richtig im Kopf, Malaga, da war dieses AIDS-Projekt, wo du zu tun gehabt hast. Genau. Mit Homosexualität? Also jetzt von den Seminaren her ist es so, dass es nicht zentrales Thema ist bei uns. Aber es ist mir schon wichtig, das immer wieder einzubringen. Einfach so, dass es das auch gibt, dass das völlig okay ist. Wenn homophobe Bemerkungen kommen, das ganz klar zu sagen, dass das für mich überhaupt nicht passt. Dass jeder Mensch das Recht hat, so zu leben und zu lieben, wie er oder sie möchte. Okay. Also ist mir schon wichtig. Ja. Uli, jetzt am Ende oder so knapp vorm Ende der Sendezeit, was wäre noch zentral für dich, wo du sagst, so den Hörerinnen, den Hörern mit auf den Weg geben? Ich habe zuerst so ein bisschen gescherzt. So zum einen hören ja Eltern mit und zum anderen hören selber Betroffene mit und eigentlich sind wir ja, ob wir es wollen oder nicht, alle selber von Sexualität betroffen, sonst wären wir nicht auf der Welt. Und Sexualität spielt für jeden eine Rolle, wie wir auch gehört haben, in verschiedensten Bereichen, nicht nur diese genitale Sexualität. Ja, was ich allen Menschen wünsche, ist einfach so ihren Weg zu finden. Weil ich denke, auch in der Sexualität und gerade in der Sexualität sind die Wege sehr individuell, was so die persönliche Sexualität angeht, was man probieren möchte, wo die persönlichen Grenzen sind. Eine Partnerin, einen Partner zu finden oder zu haben, mit dem man die Sexualität so leben kann, dass es für beide gut passt. Gegenseitig die Grenzen zu akzeptieren, aber auch vielleicht experimentierfreudig zu sein einmal. Und den Eltern wünsche ich einfach auch wirklich den Mut, dieses Thema anzugehen. Und ich möchte einfach die Eltern alle bestärken, dass wir machen das schon gut. Also Eltern sind alles Expertinnen und Experten und wir können und wissen ganz viel und können uns das auch zutrauen. Okay.
Ja, gut. Ja, meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, schließen wir so an dieser Stelle. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Die nächste Sendung können Sie dann wiederhören hier auf Freirad am 4.12. Dann zum Thema Lieder machen und Sinn. Alexander Folterbauer, ein Liedermacher und Bassist, wird eben zu diesem Bereich ganz, ganz eine interessante Sendung mit mir machen. Ich weiß es von dem her, weil diese Sendung voraufgenommen ist. Also ich weiß schon, um was es geht bei dieser Sendung. Also ich habe es als eine ganz spannende Sendung empfunden. Ja, dann bleibt mir nur mehr an dieser Stelle Ihnen noch einen sinnvollen Abend zu wünschen. Uli, möchtest du auch noch ganz was zum Abschluss irgendwas sagen? Ja, ich wünsche euch auch einen schönen, angenehmen, entspannten und sinnvollen Abend. Gut. Uli, was spielen wir zum Schluss? Wir spielen Millionen Legionen von den Fantastischen Vier, weil ich das als sehr positiv und mutmachend empfinde. Ja, schön.